Sie sehen uns immer noch. Wir haben auf zahlreichen Ebenen gelebt. Vergangene Leben, vom Schöpfungsgebet, mit dem Atem des großen Geistes. Von unserem Leben mit den Sternen bis zu dem Stern, den wir unsere Makaina, Mutter Erde, nennen. Die heiligen Großväter und Großmütter führten uns seit Millionen von Jahren durch Feuer und unterirdische Pfade. Von Engeln zu Neutrinos, vom Büffelleben bis zum einfachen Menschen. Die geheiligten Großväter und Großmütter haben uns sicher durch die reinigenden Gewässer bis zur gegenwärtigen Existenz geführt. Und wir sind noch nicht fertig mit diesem Erdengang. Die liebenden Großväter und Großmütter sehen uns immer noch heilig wandeln, sehen uns immer noch auf dem Pfaden der vier Richtungen. Sie haben uns den gelben Weg gezeigt, den Weg des Gebets, der Liebe und der Wahrheit. Sie haben uns den roten Weg gezeigt, den Weg des Respekts, des Mitgefühls und der Beharrlichkeit. Sie haben uns den schwarzen Weg gezeigt, den Weg der Tapferkeit, des Opfers und der Großzügigkeit. Sie haben uns auch den weißen Weg gezeigt, den Weg der Weisheit, Ehre und Demut. Die ewigen Großväter und Großmütter sehen uns immer noch aus dem heiligen Kreis in unseren unendlichen Geist. Und eines Tages werden sie uns den Segen unseres ersten Lebens im immerwährenden Kosmos fortsetzen sehen. Louis Red Elk.